Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Zompiercer. Boah. Wie machen wir's? Was machen wir denn als nächstes? Ganz schön mittig. Bin ich falsch? Ach, Wandtür. Nö, Wandtür ist ja eigentlich richtig. Ja. Okay. Da könnte ich rein theoretisch auch noch eine Tür reinbauen. Dann könnte ich nämlich im Notfall mäßig schnell eingreifen. Was will ich denn noch? Breites Fenster. Ja, so standardmäßige Sachen. Warte mal, was habe ich noch? Nee, passt. Läuft doch. Oh, ich bin noch ein bisschen überladen. Oh, ist gar kein Platz mehr für irgendwas. Hier noch Platz. Oh, wird besser. Aber vielleicht sollte ich erstmal wieder ein paar Knüppel nehmen. Und dann plündern wir hier hinten weiter. Ja, diese 800% Loot ist zu schlimm. Ist eindeutig zu, da ist zu viel drin. Ich bin schon wieder voll. 800% ist viel zu viel. Das kriege ich niemals unter. Warum habe ich jetzt auch keinerlei was, keinerlei Sachen, die ich eigentlich brauche? Ist hier Holz dabei? Nee. Dann machen wir es mal ein bisschen anders. So, das wird schon. Braucht Holz und Metall auf jeden Fall. Immer noch ziemlich voll. Ich guck mal, dass ich jetzt wirklich nur die Sachen mitnehme, die ich wirklich brauchen kann. Nur was ich wirklich brauchen kann. Ah, es ist furchtbar mit mir.
Alter! Jetzt will die nicht drauf gehen. Na, geht doch. Sind gleich mal 5 Platinen drin. So, kommst auf jeden Fall sehr, sehr schnell an dein ganzes Zeug. Da merkt man aber, das wird in dem Moment generiert, in dem der Level startet. Da kriege ich eh nur die guten. Ich guck mal jetzt, dass ich ein bisschen Holz krieg. Die Sachen, die ich halt wirklich brauche. Ah, und schon ist der Loot wieder normal. Und gucken wir mal, dass wir noch ein paar Schränke bauen. Also ich versuche jetzt wirklich primär nur Holz mitzunehmen erstmal, weil ich das brauche, um vorwärts zu kommen. Ach ja. So. Zu wenig Holz? Ach komm schon. Ja, das war's. Das Ding ist voll. Halt, genug Holz. Ich will das Metall. Gerade noch so genug Holz. Die Frage ist, wo stellen wir das hin? Wo baue ich meine Küche rein? Was denn, hätte ich gern Badezimmer dort vorne an der Sache? Das hier wird mein Schlafzimmer auf jeden Fall. Vielleicht bauen wir hier auch die Küche rein. Dann packe ich hier nämlich mal ganz, ganz viel Essen rein. Mehr Essen. Noch mehr Essen.
mehr. Fisch haben wir hier noch. Und noch mehr Bohnen. Läuft. Klappt. Machen wir mal kurz so. Na, zum Eisschrank wäre dann irgendwann auch nicht schlecht. Bin schon wieder voll, oder? Boah. Okay, brauchen wir eigentlich nicht. Komm her. Eine Frau oder? Noch jemand? Ach, ich dachte, das ist eine Frau. Ich dachte, die Frau greift an. Dieses Vollgespritze ist schon echt fies. That's what she said. Ah, komm. Ach, ich habe auch noch haufenweise Energy Drinks, sehe ich gerade. So, wo machen wir denn weiter? Vielleicht einfach mal hier. Verbaut ist es schnell. Aber mit 800% Loot kommst du so schnell an deine Ressourcen. Viel zu schnell eigentlich. Aber andererseits bin ich sonst ja gar nicht dazu gekommen, irgendwas zu bauen. Ich habe ja alles sofort verbraucht immer. Übrigens, meine Zusammenfassung habe ich jetzt gemacht. Muss ein bisschen Metall loswerden. Oh, ich habe ja noch Sand. Gut, Glas kann ich ja noch machen.
Er ist eigentlich auch mit der Scheiße. Du gehst mir auf den Keks? Die haben einfach viel zu viel Leben. Keine Ahnung. Ah, okay, es wird nur in einem gewissen, wird anscheinend nur im gewissen Bereich alles. Hier ist jetzt schon alles relativ normal geworden. Glaube ich. Krieg nicht mehr 5 Tonnen von allem. Das pack mal weg. Den Sand hätte ich gern und das Plastik. Oh, viel mehr geht nicht. Ach, Moment. Problem gelöst. Ich brauche noch das Reparaturset. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Weiter geht's mit dem Bauen. Ich habe dann eigentlich genug Metall, um dann nochmal ein bisschen Türen. Yay! Fenster. Ich habe ja gedacht, ich habe zu wenig, aber es passt ja dann doch. Schön. Schön. Einfach mal einschlagen. Tatsächlich würde ich jetzt gerne mal mein Bett abbauen und dann am besten schon hier oben schlafen. Ich kann rein natürlich hier bleiben.
So ein Kamin. Wo kann ich denn die machen? Hier. Stahlmöbelteile. Ach, egal, erstmal legen wir uns ins Bett und schauen dann weiter. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr das allererste Mal in einer neuen Wohnung schlaft. Das ist irgendwie immer so ein bisschen doof. Man schläft unruhig und irgendwann gewöhnt man sich dran und irgendwann ist es Heimat. Ich hoffe, ich muss nie wieder woanders schlafen. Aber ich... Ach, hier waren die Stahlmöbelteile, okay. Haben wir noch Metall drin? Ein bisschen. Ganz ehrlich, den Sand würde ich auch gerne mitnehmen. Reicht noch nicht. So, wo ist denn jetzt das? Sieht echt unbequem aus. Metalldusche, eine Mülltonne, Waschbecken, Toilette. Und die auch noch. So. Ah, ich verstehe. Naja, vielleicht doch lieber hier.
Okay. Was machen wir als nächstes? Metalldusche. Wird das jetzt hier der Waschbereich? Bauen wir das am besten. Problem ist halt jetzt doch ein Zug und da ist es schwierig, ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Innenwand. Kurze Wand. Ja, ich kann halt solche Sachen machen. Aber so ein richtiges Waschabteil könnte ich höchstens machen, wenn ich das hierher gesetzt hätte. Dann hätte ich hier. Tatsächlich wäre das möglich gewesen, aber ich will jetzt nicht alles umbauen. Das ein Stück hier rübersetzen. Da kann man, und die da hinten wegmachen, dann hat man, kann man hier rein direkt einen Waschabteil machen. Aber ich bin der Einzige hier, von daher. Toilette. Jo. Das ist das Waschbecken. Achso, das sollte ich vielleicht an der Wand anbringen. Ne, Moment, das ist der Mülleimer gewesen. Macht schon mehr Sinn. So, kann man so tun, als wenn das Wasser hier reinfließt und wir das dann gleich hier benutzen wird. Wo bringen wir denn den Mülleimer unter? Eigentlich unten in Richtung Küche wäre schon sinnvoll. Der ist echt winzig. Das hier kann so die Verarbeitungsstation bleiben, das passt. Jetzt habe ich eh kein Holz mehr, oder? Oder fast keins mehr. Da ist überhaupt gar kein Platz, weil ich bräuchte eigentlich nochmal ein bisschen Holz, dass ich mir eine Medizinstation bauen kann. Naja, wenigstens regnet es nicht mehr so schlimm rein. Ist doch auch was wert, da komme ich nicht ran, das ärgert mich irgendwie.